So, da bin ich auch schon wieder. Ah. Mitten in der Rettungsaktion bzw. Suchaktion von Kellogg und unserem Sohnemann, der hier eventuell mit festsitzt. Ich bin echt gespannt, was da jetzt kommt. Oh, grüß Gott. Geht das normal auf? Krankenhaus? Das erinnert mich so ein bisschen an ein Krankenhaus hier, ne? Gottes Willen, wie tief runter geht das denn hier noch? Was für ein riesiger Komplex ist das bitte? Ach, das ist wohl die Cafeteria. Boah, der Stuhl steht aber auch bombenfest, ne? Weißt du, ich werfe hier so eine kleine Leuchtfackel gegen ein Auto und das schlägt irgendwie 30 Saltos in der Luft dadurch. Aber Hauptsache, diese Stühle sind festgeschweißt, ne? Oh, was sehe ich denn da? Eine Energiewaffenwackelpuppe. Geil. Ich hatte tatsächlich wirklich gehofft, dass ich hier auch eine Wackelpuppe finde, weil das hier echt so riesig ist. Das hatte ich echt gehofft. Aber ich habe hier, glaube ich, bisher noch kein Ding gefunden. Noch keine Zeitschrift. Die vermisse ich so ein bisschen. Seltsam. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ja, ich melde auch feindliche Präsenz. Oh. Ich wusste, dass sie sich zeigen würden. Kurzi! Dankeschön. Der war jetzt aber schnell tot. Hallo? Ha? Hallo? Wie geht's dir? Lang nichts mehr voneinander gehört. So, wo kamen die jetzt her? Von unten, schätze ich. Oder kam er hier raus? Du hast Mumm und bist entschlossen. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Meinst du, ja? Ach du Scheiße. Hilfe! Kotzi! Kommt raus! Hä? Der Zauberkünstler Kotzi. Eine Beule! Davon habe ich auch genug, tatsächlich. Taugt diese Sündrüstung überhaupt was? Die haben allesamt voll die Sündrüstung. Ich muss mal gucken, ob die irgendwas taugt. Nicht wirklich. Nur für Magie. Ach, Magie. Für Dingensen. Wie heißt für Strahlenschutz, Energiewaffen. Einmal speichern. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Ein Kissen. Oh, was haben wir denn hier?
Ein Handbuch für verdeckte Einsätze. Du bist im Schleichen schwieriger zu entdecken. Ja! Als her damit. Oh, die Toilette sieht, oder Badezimmer sieht aber noch recht gut aus. Ah, wir kommen der Sache näher. Was ist denn da los? Hä? Oh! Ein Wunder, dass der nicht angesprungen ist. Ach, wahrscheinlich, weil ich geschlichen bin und Kotzi hat den wahrscheinlich ausgelöst. Ach nee, da ist ja gar nichts drin. Aber da ist was drin. So, ich denke mal, dann sind wir an unserem Ziel angekommen. Vermute ich mal. Ich speichere nochmal. Naja, fast. Ich weiß nicht, dieser Raum gefällt mir nicht. Was ist das? Eine Kamera, ne? Come here and smile at the camera. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da ist er also. Ah, ich bin vorhin hier oben vorbeigelaufen. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Okay. Sag mir, wo er ist, verdammt nochmal! Okay. Das hast du dir wohl verdient. Sean ist an einem guten Ort, an dem er sicher ist und geliebt wird. In seinem Zuhause. Im Institut. Hä? Warum ist das sein Zuhause? Willst du mich verarschen? Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin. Bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Hä? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Aua! Autsche! Geil! Das machst du super. Oh, der ist schon tot? Och Mann. Ich hätte ihn ganz gerne noch ein bisschen ausgequetscht. Das Ding sieht gruselig aus. Es sieht aus wie so ein Auge und das da unten ist der Mund. Die sehen ja alle so aus. Was macht aber mein Kind bitte im Institut? Wart? Hä, wie creepy sieht das denn aus? Ja, jetzt lass mich. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich alles mitnehme. Ja. Oh. Was? Das Holoband-Spiel Pipfall. Okay. Kellogg's Terminal. Was war das, ein Föhn? Alter, die haben hier jede Menge Rüstung einstecken. So, was hast denn du? Terminal-Passwort. Oh, so Kellogg's Pistole. Du warst ja kaum noch. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf.
Da brauche ich 14 und auch 44er. Und Kelloggs Outfit. Geil, laufe ich jetzt wie der Kelloggs-Tiger rum oder was? So ein Kelloggs-Tiger-Kostüm, so ein Toni-Kostüm. So, habe ich alles? Da haben wir noch was. Da sind wir hier oben vorbeigelaufen. Warum hat er nicht einfach irgendwie die Tür eingeschlagen? Ey, das ist so doof. Wir mussten voll außen rum. So, schauen wir mal. Admin-Login. Passwort erforderlich. Zugriffsprotokolle. Abgeschlossen. Suche nach weiteren Informationen. Sprich mit Nick über die Erkenntnis. Ah, okay. Zugriff lokal. Login Kellogg. Anmerkung. Haben den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Hab neue Befehle erhalten. Sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt. Vor Hagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Sicherheitstür. Ah, jetzt komme ich wahrscheinlich da oben raus, ne? Jetzt komme ich mal mit Sicherheit da oben raus. Ja, natürlich. War so klar, ne? War so klar. So. Das war's schon. Gibt's hier sonst nichts mehr? Kein versteckter Safe oder so? Nein. Wer das? Ach so, ich mach nur wieder dunkel. Oh. Dumm, dumm, dumm. So. Ja, hier ist wahrscheinlich sowieso nichts mehr tatsächlich. Mitgenommen haben wir unterwegs eigentlich alles. Ach, guck, hier ist direkt der Ausgang. Yeah. Geil. Huch, was liegt hier? Eine Ölkanne und noch ein Hammer. Hä, habe ich das alles vergessen? Nee, ich glaube eher, das ist eine andere Tür. Ich glaube eher, wir waren von da drüben. Ach, warte, die hier war auch zu. Wir sind hier rübergekommen. Hier war zu und da war zu. Und wir sind dann hier lang, ja. Gut, da haben wir einen Hinterausgang gefunden. Ist auch nicht schlecht. Spart definitiv Zeit. Oh, Haarklammern. Dankeschön. Spart auf jeden Fall Zeit. So, erstmal speichern. So, komm, Schnucki. Komm. Komm hier rein. Hallo, du sollst hier reinkommen. Dann halt nicht. Tschüss. Mach's gut. Okay, ich glaube, das ist wieder so ein Aufzug, der nach draußen führt. Zugang zum Dach. Ja, es ist ein Ding, der nach draußen führt. Was haben wir hier? Ach, schon wieder Sicherheitstür. Turmsteuerung, Sicherheitstür, Tür öffnen. Aber da steht auch noch Magnetschlösser. Sicherheitstürsteuerung. Status verriegelt. Oh Gott, was ist das denn? Menschen des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Was? Wer ist das denn? Wir sind die Stellen der Bruderschaft. Ach komm! Ach du Scheiße. Ich glaube, ihr hättet gerade mein Gesicht sehen sollen. Was zum Teufel, Alter? Sterne der Bruderschaft. Denken Sie, es handelt sich um Therapie? Ich denk's mal schon, ne? Oh. Und wo ist der werte Herr Danse, bitte? Wo sind meine Knarren? Da. Kann ich darüber? Ah. Ja, ist auf jeden Fall böse. Jetzt nicht mehr. Alter. Wie das gerade
wie das gerade einfach gewirkt hat, wie der von rechts ins Bild kam. Alter Schlawutzki. Ich hatte da gerade so dezent Gänsehaut, muss ich sagen. So, ach ja, wir sollten uns ja eine Frequenz anhören, ne? Was war das? Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance. Ach, da ist er doch! 9-5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich wiederhole. Ah, okay. Also Polizeirevier Cambridge, hat er gesagt. Hier spricht oh. Paladin Dance. Ich frag vor 10 Sekunden, und wo ist Paladin Dance? Boah, Alter, wenn ich diese Stimme höre, ne? Alter, da kriege ich Aggression, wenn ich diese Stimme höre. Nicht, weil ich Paladin Dance nicht leiden kann, sondern eher wegen Bioshock. Weil ich da so abartig recht gehabt hatte mit dieser Stimme einfach die ganze Zeit. Falls ihr euch erinnert und das mitgeguckt habt, das ist ja mittlerweile schon, oh Gott, eine ganze Weile schon beendet. Und, das sage ich auch immer. Ist ja schon eine ganze Weile beendet tatsächlich. Und da kam ich einmal... Da hat mir einer die gleiche Stimme wie Paladin Dance gehabt. Ich weiß leider Gottes nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube irgendwas mit Frank. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war... Zu Beginn hieß er Atlas und war auf unserer Seite, hat uns geholfen, bla bla bla. Und irgendwann später hat man dann einen Sprachbericht aufgehoben von einem anderen Typen, der wohl doch ein ziemliches Arschloch gewesen ist. Und wo ich noch gedacht habe, so, hä, der hat irgendwie die gleiche Stimme wie Atlas. Und ich habe irgendwie die böse Befürchtung, dass der uns ganz übel mitspielt, etc. Und dass es aber auch möglich sein kann, dass einfach nur dieselbe Stimme zweimal für verschiedene Personen genutzt wird, habe ich nämlich tatsächlich auch schon erlebt. Und habe ich sogar schon sehr oft in Spielen erlebt. Und hatte das aber tatsächlich irgendwie immer die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich dem seitdem nicht mehr getraut habe. Und zu Recht. Denn am Schluss hat sich tatsächlich rausgestellt, dass das ein und dieselbe Person war und wir einfach nur irgendwie so eine Schachfigur und der uns irgendwie gelenkt und gesteuert hat und hast nicht gesehen und oh Alter, ne? Das war so böse. Mit dem berühmten Satz, wärst du so freundlich? Das heißt, immer wenn er wärst du so freundlich gesagt hat und hat danach gesagt, das und das zu tun, dann war das wie so ein innerlicher Befehl, den wir zwangsläufig ausführen mussten. Und so haben wir nicht nur den falschen Mann getötet zu Beginn, sondern haben auch noch unbewusst sämtliche Befehle befolgt, ohne dass wir es eigentlich wollten. Das war sehr creepy, sehr spannend tatsächlich und ein sehr heftiger Aha-Moment am Ende. Also ich war sehr, sehr geflasht. Und die anderen Teile, die kommen natürlich auch noch, das ist keine Frage. Aber wie immer einfach nicht alles direkt hintereinander, weil ich habe da definitiv keine sonderlich große Lust, irgendwie, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Teile direkt hintereinander zu spielen. Das wäre das Gleiche, als würde ich auf einen Schlag erstmal die komplette Assassin's Creed-Reihe durchspielen wollen. Das kann man einfach nicht verlangen. Von daher kommt dann immer so ein paar Spiele Pause zwischendrin und dann kommt dann der nächste Teil. Und da habe ich ja definitiv noch jede Menge zu tun. Und ich würde sagen, da wir hier jetzt fertig sind, können wir eigentlich das nächste in Angriff nehmen. Diamond City, sprich mit Nick. Ah ja, dann können wir ja das eigentlich direkt mal machen. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Und wir schauen jetzt erstmal, was noch auf uns zukommt. Ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt, wo unser Sohnemann steckt. Dass er etwas älter ist. Dass er um die, ich weiß nicht, 10 Jahre jetzt alt ist. Das heißt, als sie ihn entführt haben, lagen wir noch einmal 10 Jahre lang im Kryoschlaf, ehe wir wieder wach geworden sind. Hast du dieses Luftschiff gesehen? Ja. Wer ist die Stählerne Bruderschaft? Und wieso ist sie hier? Officer? Ja, ich vermute mal, die wollen einfach... Gute Arbeit. Die meisten Synths jagen mir eine scheiß Angst ein. Aber Nikki,
Der ist nicht wie diese Psychopathen vom Institut. Ich denke mal, dass die auf jeden Fall nicht ohne Grund hier hinwegfliegen und hier so einen großen Tamtam machen. Ich glaube, die haben da schon was Spezifisches im Sinn. Von daher, ich weiß nicht, ob ich denen trauen kann. Ich glaube, ich würde eher Preston trauen als der Bruderschaft tatsächlich. Er ist mein Klient, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Hi. Bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn. Was ist passiert? Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Kellogg hat für das Institut gearbeitet und er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut. Ach du Scheiße. Geile Maschine da draußen. Super, dass du mir hier so in die Parade fährst. Um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Kann man das nicht irgendwie umkehren? Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Ja, der ist leider nicht mehr... Spielt sowieso keine Rolle. Vorhanden. Er ist tot. Ja, der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Er hätte nichts ausgespuckt. Auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Hm? Stimmt was nicht mit deinen Subroutinen? Warte mal, dieses Erinnerungsding. Ja, genau. Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Vorausgesetzt, das Hirn ist vermutlich noch intakt. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Was? Ich hab schon was? Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Ach Gott sei Dank. Könnte ein Sechser im Lotto sein. Oh Gott sei Dank. Ob wir diesen Hirntrip nur machen oder nicht. Wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Oh. Mann, jetzt muss ich Kotzi wieder zurücklassen. Oh, wie bescheuert ist das denn? Lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Ach, Mensch. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Was? Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Wiedersehen macht Freude. Ich bin bei der Public, falls ihr mich braucht. Ach, übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Ein sehr leckeres Bild. Oh Gott, ich bin echt so was von froh. Ich bin echt so was von froh. Hey, Piper. Dass ich nicht nochmal zurück muss. Weißt du, egal. Du weißt ja, wo du mich findest. Muss ich die jetzt anlabern? Muss ich die jetzt mitnehmen? Hä? Die Story des Jahrhunderts. Ach so. Was war das gerade? Sprich mit Ellie?
Stählerne Schatten, melde dich bei Danse. Wo soll Ellie denn bitte sein? Die ist gar nicht anwesend. Ach, da hinten. Miss Perkins. Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Okay. Wer ist unser Kunde? Ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Nakano. Ich kenne den Namen. Ich kann mich aber nicht an Details erinnern. Du solltest mal anfangen, die Dinge aufzuschreiben, Nick. Geht nicht. Dann hättest du ja keinen Job mehr. Das merke ich mir für das nächste Mal, wenn ich einen hysterischen Kunden beruhigen muss. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll? Vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Spuck's aus. Komm schon, Ellie. Raus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagte was von einer Tochter und einem Funkgerät, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Sind Filzhut und Trenchcoat für das Lösen der Fälle verpflichtend? Denn ich würde lieber Pfeife rauchen und mir einen Akzent zulegen. Hey, jedem das seine Spürnase. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste, in einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Ist ein langer Fußmarsch. So fangen die schweren Fälle immer an. Wir sollten möglichst schnell zu den Nakanos gehen und herausfinden, worum es in ihrem Fall geht. Vorausgesetzt, ich sehe, wo genau das sein soll. Die Nakanos, sprich mit Piper. Wo ist das denn? Dafür mache ich das mal aus. Ach, das, oh ja, es geht. Es geht. Aber ich muss jetzt sowieso so langsam mal Schluss machen, weil ich bin schon bei knapp 28 Minuten. Außerdem würde ich ganz gerne hier erstmal weitermachen. Ich bin nämlich verdammt neugierig. Hä? Wie geht das denn? Dann ist das aber ein verdammt dünner Gang. La, la, la. Aber ich glaube, es macht jetzt nicht mehr großartig Sinn, noch irgendwas anzufangen. Auch gute Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Sollte das Motto von Diamond City sein. Okay, das ist richtig schmal hier. Das könnte hinhauen. Aber für mich sieht das innen ein bisschen zu schmal aus. Das müssen ja Papierwände sein dann. So, wo muss ich hin? Nach Good Neighbor, glaube ich, ne? Gut, gehen wir da auch mal schnell hin. Good Neighbors Bewohner stammen aus sämtlichen Gesellschaftsschichten. Und die Siedlung nimmt jeden auf, der stark genug ist, seine Freiheit zu verteidigen. Von Robotern und Ghoulen bis zu Verbrechern und Chem-Abhängigen. Und dann gibt es uns. Good Neighbor. Das schlimmste Loch im Commonwealth. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, kommt hier durch. Okay, gut zu wissen. Danke für die Info. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Naja, das wirst du sehen, ne? Ich bezweifle doch sehr stark, dass die sich mal fernhalten wird. Hier. Sieh an, Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Was, unten?
Guten Tag. Frau Amari? Ja. Warte mal. Ich kenne dich. Die Erinnerungsinduktion. Vault 111? Um was geht es? Du hast den Vortritt, Nick. Wir müssen in Erinnerungen graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Du bist nutzlos. Ist das nicht irgendwie machbar? Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Hm, diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Was? Nicht kompatibel? Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Versau es nicht. Sei doch noch unverschämter. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Ja, und jetzt? Wird Nick das überstehen? Ja, die Verbindungen scheinen stabil zu sein. Hoffentlich können wir das Implantat hinterher einfach abstöpseln. Das löst aber nicht unser Problem. Die Erinnerungsverschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Auf der anderen Seite. Jo. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge, weil ich bin schon bei 33 Minuten und das ist jetzt die letzte Aufnahme. Ich würde ganz gerne noch weitermachen, aber dadurch, dass ich keine Ahnung habe, was mich erwartet und wie lange das dauert, mache ich das in der nächsten Aufnahmesession. Das heißt, ihr seht mich morgen oder wann auch immer ich Bock habe und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Oh, was sehe ich denn hier? Darf ich das mitnehmen? Ausgezeichnet. Ein Holoband-Spiel. Oh, cool. Es legen nicht mehr genug Leute Wert darauf, ihren Prozessor auf Vordermann zu halten. Okay, dann speichere ich jetzt nochmal und nochmal richtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und sag damit, macht's gut und tschüss.